up in the air for the... Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Microsoft Flight Simulator X. So, jetzt wird erstmal VFA kommen. Noch dieser Flug, den ich gestern begonnen habe. Den ich gestern doch etwas länger schon geplant habe und dann, ja, wie es eben so üblich ist, versaut es dann halt immer. Kommt irgendjemand und ruft irgendwas beispielsweise. Oder klingelt, ja, und deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt nochmal neu. Ich werde jetzt hier diesen Flug machen, den kleinen, den ich gestern schon machen wollte, Overland und dann nächstes Zeit. Also, nach dem Flug werde ich mich dann IFA mit der Dash 8 gefahren geht, wollte ich eigentlich heute von, Echo Golf lieber nach Echo India Delta Whiskey fliegen, also nach beziehungsweise von Diplomat von London nach Dublin. Ja, so war eigentlich die Route gedacht. Ich habe mir die ganzen Charts rausgesucht, Wetterdateien, also Metadaten, alles mögliche rausgesucht. Standard Instrument Departure Route hatten wir auch, alles mögliche. Und ja, dann war ich gerade dabei im Home Departure und dann ist jemand gekommen und da musste ich ja, die Aufnahme leider beenden und jetzt habe ich das Ganze mehr oder weniger so abgestimmt, dass das Ganze jetzt eben die Möglichkeit sich erbietet, das jetzt fortzunehmen. So, wir befinden uns in einem sehr tropischen Flugzeug, also habe ich mir wahrscheinlich auch mal zugelegt, die Cessna 207. So, natürlich über 10 Cycle, wir sind in der Registration der Delta Echo, Delta Echo Charlie Sierra Romeo. Also sehr tropisches Flugzeug. Ich habe eigentlich drei Cessnas momentan, die 182 und die 1207 und die 172. Ja, es ist sehr tropisches Flugzeug. Vom Aufbau mäßig her sind sie eh alle gleich. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir uns heute mal das Teil für den Flug, den ich gestern eben auch noch verwenden wollte. Und wir befinden uns natürlich wieder im Pago Pago und wollen heute nach Ubo Village fliegen. Ja, wir haben eine Runway-Length-Dart von 2066 Metern und 13 Feet Elevation. Beziehungsweise wir befinden uns momentan in der General Aviation Forgate. Departure von der 268, wetterbedingt auch am besten. So, Departure per Foxtrot, Foxtrot 238, Charlie Foxtrot 298 und dann Continue. Weil wir dann aus dem Circus raus sind, beziehungsweise aus dem Developed und dann werden wir die Manual uns zum, ja, nach Ufo Village bewegen. So, in Ufo Village, den werde ich euch selbstverständlich gleich nochmal demonstrieren. Haben wir momentan 2992 inches, also Standard 3.32 degrees und Wind 348 mit 0 Knots. So, wir werden jetzt also hier departuren und werden dann hier ein bisschen über Wasser und dann hier hinten wieder landen. Ja, und das ist der Flug. Im letzten Video sind wir natürlich von hier nach da, von hier nach da. Alles dann selbstverständlich ORBX. Das Ganze ist für 32 US-Dollar zum Erwerben verfügbar. Umgerechnet sind das dann 29 Euro. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Na gut, so, Treibstoffberechnung, so habe ich jetzt gar keine Lust drauf, weil wir eigentlich, ja, entspringt dieser Flug jetzt eigentlich gar nicht so zu positiven Entlassungen bzw. Belassungen. Und zwar, ja, wären wir normalerweise jetzt eigentlich auf dem Weg nach Dublin. Und da ich jetzt irgendwas gebraucht habe, ich habe von OBX bis noch einen Flughafen, der mit der Kennung Echo Golf Victor Lima, Whiskey, sorry, England, ich weiß es gar nicht, ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt, also, eher gesagt, nervt mich das gerade ein bisschen, dass wir das jetzt nicht machen konnten. Wir werden es heute Abend, wahrscheinlich wenn wir den Flug noch fortsetzen, wahrscheinlich werden wir nicht von London fliegen, sondern von irgendwo anders, mal gucken, ja, das wird sich ganz dann auch ergeben. Jetzt möchte ich einfach nur mit euch gemeinsam ein bisschen gemütlich darüber hoppen. Dann werden wir dort landen und dann werden wir gucken, ob wir uns dann noch ein Continue zusammensuchen. Und dann werde ich noch weiter fliegen. Oder ob wir das einfach als für uns unterlassen. Und dann eben werde ich mich ja, zur Fortsetzung des anderen Fluges bewegen. Und euch dann eben heute mal zwei Videos liefern, so gut ich eben kann. Alles klar. Gut.
gut, dann beginnen wir auch mal. So, dann machen wir das hier mal. Haben wir die Circle Edition? Die haben wir. Die müssen wir natürlich erstmal anmachen. Dann machen wir uns mal. Wie viel Bomben brauchen wir natürlich? Machen wir uns natürlich erstmal unsere zwei Avionics an. Machen wir uns mal die Navigation und Vegan Lights. Kann man anmachen. Das ist natürlich alles überflüssig. Mixer geben wir voll Polar APM natürlich nicht. Fuel nur ein bisschen. So, Pilot Set können wir an. Anti-Ice benötigen wir wahrscheinlich jetzt noch nicht. Eine dreckige Scheibe, so die Windschutz brauchen wir jetzt auch nicht. So, können wir uns noch mal ein bisschen Luft reinlassen. Das ist ein sehr großes Flugzeug, aber es ist, passt irgendwie, finde ich. Mit Lichtern jetzt gerade überflüssig, aber das ist jetzt auch ziemlich egal. So, jetzt könnt ihr hier nochmal auf jeden Fall die Route sehen. Na, das ist das Ganze. Also, es ist schon ein bisschen was, das sind so um die 80, schätze ich. Gut. Wir werden das Ganze hier ein bisschen mit dem Autopiloten abstimmen. Sonst werden wir das Ganze wahrscheinlich ein bisschen manuell fliegen. Ein bisschen Wind haben wir auf jeden Fall. Habe ich ja auch schon beneigt. Beziehungsweise der Wind, den holen wir uns noch schnell. Ganz natürlich die Temperature Charts haben wir hier gar nicht für den Flughafen, traurig. Doch, haben wir. Wir haben ein ILS für die ILS 5, aber das ist für uns nicht. Ah, doch, natürlich. Wir haben von 110 Degrees mit 12 Knoten. So, wollen wir jetzt mal überlegen, auf was liegt denn die 8? Beziehungsweise die 26 liegt auf. Ja, das passt. So. Scattered at 0 to 1. Visibility haben wir 10 Seemeilen. Das. Hä? Achso, das ist. Was mach ich denn? Gut, dann gucken wir uns hier nochmal. Das THF an. Was wir da haben. Haben wir gar nichts. Okay. Ach ne, Quatsch. Doch, hier haben wir. Also im Teflon haben wir. Und für 050 Knots. Scatter to 0 to 0. Broken 0, 4-0 und Broken 1-0-0. Gut. Ich hätte ein bisschen NTIs, muss man wahrscheinlich irgendwann nochmal zugeben. Wir werden selbstverständlich heute aus Sichtflug landen. Sichtflugregel, wir dürfen uns natürlich nicht in die ganze Wolkensuppe da oben begegnen, sondern wir müssen natürlich unter der Wolkensuppe bleiben. Sichtflug. Ne? Werden wir natürlich heute machen, wir wollen auch ein bisschen was sehen. Ich meine, die Wolken sind noch nicht so interessant, das werdet ihr dann später wahrscheinlich zu Augen kriegen. Ja, gut. Gut, dann machen wir uns wahrscheinlich Fuel Pumps an. Geben wir ihm nochmal ein bisschen so. Dann machen wir mal einen typischen APM-Test. Nehmen wir mal raus und gucken uns mal die Hydraulik an. Und noch Fuel Flow. Er steigt unser Verständnis für diese blöden Messages. Ja. Super, so. Sehr schön. So, auch weil den haben wir noch nicht komplett. So, dann gibt es noch Taxi, Landing Lights, abholen wir noch gar nicht. Das ist eigentlich total egal jetzt hier gerade an dem Flughafen. Gut. Also schön soweit. Dann machen wir uns hier auch mal die Windows zu. Und machen wir unseren Line-Up mehr oder weniger und räumen auf die Runray. Runray 26. Noch nie mit dem Flugzeug übrigens geflogen. Was ich mal da vorsagen. So, wir haben eine HK 850 oder was haben wir denn? Das sieht mir auf wie so eine Gulfstream. E1 oder was ist das? So. Ich bin immer noch dabei, die ganzen Charts gerade ein bisschen für Dublin anzugucken. Aber irgendwie so. Ja, gut, der Flugsimulator ist selbstverständlich so groß und die Addon-Welt natürlich auch. Und die Variable dann eben. Weil man sich dann mal hat man kurz Lust, hat man zum Beispiel zu England zu fliegen und dann hat man eben Lust, wieder nach Afrika zu fliegen oder so. Gerade verliere ich sehr die Lust an England. Selbstverständlich ist der Flugsimulator natürlich sehr groß und bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann auszugleichen. So, 8, wir machen jetzt einfach mal hier unseren Line-Up. Oh, den Point ist uns egal. So, England 8 haben wir schon. So.
Sonst hätten wir nochmal kurz den Altimeter. So. Gut, dann machen wir das mal schön. Meter, genau. So, wir kriegen ja kein Q&H. Heute wieder haben wir nicht. Dann stellen wir den einfach mal auf Platzflughöhe. Lass mal einfach mal auf 0. So, jetzt muss ich mal gucken, gibt es denn Flughafen? Flughafen, würde ich schon sagen. Nee, Flugzeug, Autopiloten, ja. So, Definite Clouds. Wir haben, wie gesagt, Scattered at 0-1. Scattered ist uns egal, wir fliegen jetzt einfach durch die Suppe und würde sagen, wir fliegen auf 6, beziehungsweise fliegen auf 070. Gut, so, Trimmung machen wir dann manual. Stellen wir uns schon mal ein, was hat man hier gesagt? Wir hatten hier Trimmungswerte für den Start. Anstelle, die waren 2.5. Wir jetzt. Ich krieg hier diese blöden Tipps nicht. Ups, 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 sorry. Krieg ich jetzt leider nicht. Mal so. Gut. So, Navigation hätten wir. Warte, bei der Jordan-Farb natürlich brauchen wir. Was haben wir? So, er will jetzt den. Ah, gut, dann mach halt. Sehen wir auch mal hier. 2991. Gut, Squawk. Standard. Eigentlich alles ganz gut aus. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, alles ganz gut aus. Gut, wisst ihr was? Ah, das ist eigentlich auch ziemlich egal, alles gerade, weil ich will jetzt eigentlich möglichst mal einfach mal darüber hoppen und dann einfach mal gucken. Ja, einfach mal so gucken. Brauchen wir nicht. So. Die Departure, wir brauchen natürlich langsam mit der Oma. Passt schon, Oma, natürlich müssen wir auch noch Propeller ABM dazugeben. Wäre natürlich. Ach. Da ist sich da so festgerastet. Ja, dann machen wir mal unseren Departure. Oh! Schneller als ich gedacht, das 80 Knots. Rotate. So positive Rate gab. Okay, Gear. So, dann versuchen wir natürlich nicht so schnell zu werden. Wir müssen natürlich jetzt erstmal im weißen Bereich und Climb, eben Sichtflug. Den dürfen wir jetzt erstmal nicht überschreiten. Ja, jetzt kriege ich hier gerade eine Meldung. Payday 2, Free Weekend. Irgendwas. Dings. Geht jetzt damit. Ja. Schön für sie. Gut, dann steigen wir jetzt erstmal. Da können wir die Altitude auch mal setzen. Und dann können wir hier uns mal 7000. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Altitude Select haben. Auf jeden Fall, das mit der Navigation wird nicht klappen. Weil ich normalerweise kann man doch eigentlich hier auf GPS switchen, aber das funktioniert hier nicht bei dem Flugzeug, beziehungsweise ich weiß nicht wo. Aber vielleicht mit diesen, vor allem diesen, gar nicht so sehr beschaffe. Aber ein bisschen. So, kommen brauchen wir nicht, weil wir mit unserer Navigation. Da, das brauchen wir nicht. Instant Holding, so, na gut dann. Tun wir einfach mal das, was wir am besten können. Fliegen. Also klappen können wir jetzt reinfahren. Hatten wir gar nicht draußen. Eieiei, sag mal, was ist jetzt mit uns los? So, gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Ja, Climb ist okay, können wir den ganz mal ausmachen. Text wäre jetzt natürlich auch. Das ist ein schönes Flugzeug. Wirklich schönes Flugzeug. Obwohl das für mich schon einigermaßen wirklich zu groß ist. Also für mein. Ja. Also ich persönlich finde das viel zu großes Flugzeug. Dass es auch so lang ist. Aber trotzdem optisch sieht es schon gut aus. Jetzt müssten wir mal hier langsam.
langsam sinken. Wir sehen jetzt auch hier die Scatterits. Also da müssen wir uns jetzt mal hier ein bisschen unter der Wolken überhalten, wenn das möglich wäre. Wie ich gerade Müller zählt. Sonst jetzt mal runterhalten, weil wir ja immer noch im Sichtflug sind. So. Ich dann immer mit der Trimmung arbeiten. So, jetzt spielen wir auch mal ein bisschen im Wind. Das ist sehr schön. Das war echt ein sehr, sehr großes Flugzeug. Also willst du es noch? Wieso nicht? So, jetzt koordinieren wir mal hier ein bisschen. So, Klaus, wir können sich Flug fortsetzen, können steigen. Ein bisschen Propeller RPM zurück, nicht viel. Und da hören die Trimmung. Ich würde jetzt gucken, mal, dass wir nicht unter den weißen Bereich kommen, also nicht unter 10 Knoten. Ungefähr so. Deutsche Maschine hier irgendwo, das ist ja auch witzig. Sieht auch wieder sehr schön aus. Das dürfen wir, ich glaube, ja, mit dem Proben ist hier ab 1-2-0 Knots. So, wir haben ja ein paar Turbulenzen, das bedeutet, wir schalten jetzt hier auch mal die Anti-Eye-Switches an und schalten mal unsere Propeller-RPM wieder auf und dann erinnern an die Trimmung. So. Unsere KF-Labs sind. Beide sind closed, das passt. Jetzt werden wir hier ein bisschen gesendet, also wir haben, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, ein bisschen Seitenwind. So, Höhe natürlich mal gucken, natürlich müsste man jetzt hier mal bam 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 machen. So, wir haben eine Message gekriegt, die brauchen wir nicht. Ja, jetzt hat er Airspace. So, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen drauf achten. Unsere Vertical Speeds liegen momentan immer noch bei 100, aber wir wollen ja jetzt auch nicht groß steigen. Das ist ja auch nicht unsere Absicht. Natürlich müssen wir jetzt mal gucken, dass wir mit der Propeller-RPM hier mal ein bisschen arbeiten, mal ein bisschen in dem grünen Bereich bleiben und können wir auch ein bisschen Gas dazu geben. So, das scheint mir gut auszusehen. Dürfen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen steigen. So. Steigen wir und jetzt machen wir mal unseren kleinen Inselhopp. Sozusagen. Ja, nochmal was zur Allgemeinerung. Also ich bin gerade selber persönlich ein bisschen genervt aus dem Grund, eben, da ich den Flug jetzt nicht vorsetzen konnte, bzw. beenden konnte, den IFA, also den IFA. Und deswegen bin ich gerade momentan etwas in Gedanken.
nicht so toll. Was machen wir jetzt hier? So. Wo will ich? Jetzt hier gerade noch mal nebenbei. So, Kuna. Verstehen wir hier was? Ne, Page and Found natürlich. Ich meine, es ist immer so ein Experiment, solche kleinen Flughäfen in der Webseite zu finden, Kuna-mäßig. So, ah, hier scheint mir. Na gut, die Elevation passt aber nicht. 39, na gut, das ist kein großer Unterschied. Also, der Flughafen liegt auf 3 Metern, also halt Fuß. So, Run Race. Die Direction 826. Okay. Surface Concrete Length haben wir 2610 Meters. Na gut, das ist aber auch nur das eine. Sierra, Alpha Sierra. Okay, na gut. So, dann fliegen wir mal wieder. Ich würde sagen 5000. Ach, dachte. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt gerade hier als Sicherheitshöhe haben. Auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen auf unsere Vertical Speed zu achten. Auch wenn ein bisschen können wir auch ein klein bisschen mal wieder gehen. So, ich entschuldige mich, wenn das jetzt heute nicht so ein allzu sehr gesprächiger Part ist. Beziehungsweise Folge. Entschuldige ich mich für. Ich wollte einfach nur kurz noch den Flug zu Ende setzen, den ich gestern angefangen habe. Gestern habe ich den auch mit einer anderen Maschine geflogen, die anscheinend die mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht so interessant ist. Na gut, kommt doch ganz davon. Ja. Lass uns doch sicher landen und dann werde ich mich jetzt gleich nochmal mit aller Befindenheit in die Dash HQ fahren und dann begeben wir uns mal langer Zeit mal wieder wirklich in die Lüfte. Also das, was wirklich. Was fändet ihr eigentlich davon, wenn ich euch das Segelfliegen ein bisschen näher bringe? Ich weiß ja nicht, ob es von euch Segelflieger gibt. Es gibt ja den Condor-Simulator und mit dem Condor-Simulator ist es sehr, sehr gut zu lernen. Beispielsweise seid ihr jetzt in der Vorprüfung, ich, und dann ja, gibt es da wirklich sehr gute Sachen, wo ihr da trainieren könnt. Und da benötigt ihr nur das richtige Equipment. Das könnte ich euch auch preis-leistungsmäßig richtig zusammenstellen. Könnte ich euch das mal sagen, was es da Gutes gibt. Und dann könnt ihr das selber so machen halt. Sagt mir mal bitte auch in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt, dann bin ich
gerne, also auch was ich selber persönlich wirklich Lust habe, ist euch mal ein bisschen was zu erklären. Also ich mal was genau, also nehme ich mir eine Kamera und sowas und schnapp mir irgendwie ein paar Papiere, meine Flight Route, QRA, was euch gerne interessiert, was fliegen, weil ihr auch flugbegeistert seid, dann lasst mich das wissen. Gerne, also wirklich, wirklich gerne. Ansonsten mache ich Flugsimulator, so viel es eben bei mir zeitlich geht. Wenn ich Zeit habe, dann Dash oder auch bei PMDG. Es ist ganz, kommt dazu von, wie viel Zeit ich habe. Ja, so 4000, das ist erstmal okay. Können wir jetzt erstmal halten. Bravo. Ja, kommt halt immer drauf an, wie viel Zeit ich selber momentan mitbringe. Dann können wir uns da intensiv auch mal Teamspeak treffen beispielsweise. Und dann können wir da mal ein bisschen drüber plaudern, was euch da halt alles so interessiert. Vielleicht könnt ihr mir persönlich auch weiterhelfen. Ja, das wissen wir ja nicht. Wie gesagt, beziehungsweise schon oft gesagt, ist ja das Problem mit, beziehungsweise my side jetzt, das Problem mit der, mit der Dash HQ Fangrid und dem Top of Descent, das ist mir immer noch ein Rätsel. Sehr schön, soweit haben wir es jetzt auch nicht mehr. Können wir hier schon mal. Ja, passt. Ich habe auch schon, also ich habe eigentlich, das ist ja wahrscheinlich gar nicht bewusst, habe ich schon sehr, sehr viel aufgenommen. Sehr viel aufgenommen die letzte Zeit. Aber Problem ist, ja, entweder ich wurde halt irgendwie gestört oder beispielsweise die Aufnahme hat sich verabschiedet. Keine Ahnung, also irgendwie, oder der Flugsmann ist abgestürzt. Also ich habe in meinem Shadowplay-Verzeichnis, also FSX habe ich schon echt ganz schöne Menge. Obwohl auch vieles gefällt ist, also landungsmäßig jetzt nicht, aber problematisch eben in der Thermik, dass sich halt der Flugsmann verabschiedet hat. Und das, ja, weiß nicht, ob ihr das so sehr gern sehen wollt. Deswegen gebe ich mir momentan auch sehr viel Mühe, das ganze System halt. Mein System ist natürlich wieder unten verlinkt. Was ich immer natürlich sagen kann, ist natürlich, dass meine SSD die Karte in Geist aufgegeben. Die gleiche hole ich mir nochmal. Da ich einfach von der Leistung immer überrascht war, jetzt aber halt mal nicht überrascht war. Weil sie sich eben verabschiedet hat und das ist ärgerlich, weil da eben auch das Betriebssystem beispielsweise aufhängt. Das funktioniert noch. Aber die Taktfrequenz. Die Megahertz sind irgendwie runtergegangen. Beziehungsweise, da sind wir gekommen und hat es angeguckt, hat gesagt, ist kaputt. Jetzt muss ich, beziehungsweise ich spiele gerade über die HDD. Deswegen, weil ich auch übrigens auch wieder die HDD spiele, Leute. Ja, ruckelt es auch manchmal so, beispielsweise in London oder so. Aber ein Speicher ist ja auch super. Es liegt echt nur an dieser SSD. Und an der HDD, die ich habe, das ist eine ganze, das ist irgendeine bescheuerte. Also. Da habe ich unten ja die Dings stehen, damit komme ich überhaupt nicht klar. Also die ist halt einfach nur so eine billige Massenspeicherkarte. Navigation. Oh, was ist denn hier, Alter? Was ist denn hier mit der Lenkung? Rollübung. Beim Menü macht er das ja nicht.
wieder ein ganz schön Absunk. Und das ist auch gut so. Was auch übrigens Sache ist, ist selbstverständlich, dass es natürlich viel einfacher ist, so einen kleinen VFA-Flug einfach zu machen. Was natürlich auch total Spaß macht. Jetzt hier natürlich. Okay, Leute, das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt echt nicht, dass wir ein Gear haben. Das ist witzig. Das ist jetzt echt witzig. Ich wusste nicht, dass wir ein Gear haben. Dafür entschuldige ich mich. Das weiß ich dann auf jeden Fall in nächster Zeit zu beachten. Aber dass wir ein Gear haben, wusste ich jetzt echt nicht. Achso, wahrscheinlich. Ne, Call Flaps. Wo haben wir denn unseren Gear Lever? Ach, hier. Ja. Kann mal passieren. Jetzt wissen wir's. Immer optimistisch sein. Und Längsspeed haben wir übrigens hier Ethernets. So. Das Flugzeug ist irgendwie ein bisschen buggy. Aussehen tut es ja echt schön. Ohne Gear sieht es ja noch witziger aus. Ach, Cessna mal wieder. Soweit haben wir auch nicht mehr. Beziehungsweise wenn wir Land sehen, dann wissen wir, dass es noch 10 Kilometer. Ach, 10 Seemeilen. 10 Seemeilen, das wären dann so. Ist nicht. 17, 23 Kilometer so. Naja. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Auch ein anderer Grund. Wieso es sehr schwierig ist, allgemein auch oft aufzunehmen, weil ich halt auch sehr viel noch so zu tun habe, segelfliegertechnisch beispielsweise, und natürlich auch noch was anderes mache den ganzen Tag. Kann ja nicht vom Ausbauen fliegen. Und ja, den Großteil des Tages dann irgendwie rausgehe und was mache oder so. Ja, so 1000 kann man sich als Flüger erinnern, sicher eins annehmen. Flughafen liegt ziemlich hinter der Elevation, aber what's refit. So, jetzt können wir noch ein bisschen mehr Propeller-APM rausnehmen. So. Jetzt könnte man einen schönen ILS machen. Ja, was, jetzt, ja, und eben, es ist sehr, 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 sehr viel, wenn man das Ganze so real wie möglich gestalten möchte, ist es natürlich sehr, sehr viel zu planen. Ja, also real, auch mit Charts und alles Mögliche, weil ich mache mir die Routen nicht selber, ich gehe auf mehrere Seiten, gucke mir das an, gucke mir die Charts an, gucke mir das Wetter an, alles Mögliche. Gucken wir mal, was wir haben, ILS, Surfer Charts haben, etc. Am Ende mache ich mir das im Personal Flight Planner so richtig, mache mir die Treibstoffe richtig, etc., etc. Und das, da habe ich halt immer nicht so Lust drauf, so viel Stress, das kann er wahrscheinlich auch verstehen. Aber ansonsten, klar, gerne, ich mache das natürlich sehr gerne, ich werde das jetzt auch dann heute Abend wahrscheinlich nochmal machen. Aber dann nicht von London, weil London zieht echt viel Frames, also das ist heftig. Heathrow. Ich weiß, was ich meine. So, wenn wir jetzt einmal unter dem weißen Bereich sind, dürfen wir jetzt auch erstmal nicht steigen, da wir auf Sichtflug fliegen, aber wir haben die Runway ja noch nicht in Zeit. So, aber das ist keine Quick-Tip. Ja, wie gesagt, sorry, das hört nicht so gut, beziehungsweise nicht so intensiv dabei bin, weil mich das halt immer noch nervt.
So ganz, ganz leicht, denke ich, können wir den Airport sehen. So auf halb zwölf. Ja. Und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen näher ran. So, 80 knots, Elevation 13 feet, 2066 feet, 610 Meter auf Runway. Also das ist ja, teils bedingt. Also da sollte man nicht lange rumzögern. Mal Glück, dass hier Runway nicht so hoch liegt. Exakt auf 9 Metern. So. Hallo Boden. So, das Gear können wir jetzt auch mal rausmachen. Können wir die Geschwindigkeit erhöhen, weil das Gear bremst uns natürlich. Nicht Widerstand. Was für unsere Höhe halten. Wir sind natürlich auch sehr langsam geworden. Oh. Ja, na gut, es geht so. NTIS machen wir natürlich auch sofort wieder aus. Pump. Können wir eigentlich, könnte man die Fuel Pump natürlich für die Landung an. Pilot Hatch schalten wir natürlich auch für die Landung an. Ja, Oil Pressure ist okay, Temperatur ist okay. Obwohl, Oil Pressure ist. Wir sagen einfach mal, sie ist jetzt okay. Ist sie auch. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen RPM hinzu. Ein bisschen Stabilität ist natürlich wichtig, vor allem im Küstenflug, das eigentlich muss. Und dann gibt es natürlich auch eine Mindesthöhe, glaube ich, die ist. Was ist denn das beim. Zeit. Beim. Technischen Flight. War das. Aspiration. Glaube ich, 3, 4 oder so. Das weiß ich nicht mehr. Müsste ich nachgucken. So, immer schön über dem Bereich bleiben, weil wir noch nicht im Sichtflug sind. Beziehungsweise sind eigentlich die ganze Zeit im Sichtflug, aber eigentlich Sichtflug auf die kleine Bahn hat noch nicht begonnen. Ach. Manual Approach. Na gut, ein bisschen haben wir auch noch. Ich gebe jetzt einfach nochmal ein bisschen Propeller APM. Gehen wir jetzt nochmal voll hinzu. Ich hoffe, es ist fast voll, dann müssen wir natürlich mit den APMs auch nicht. So, dann gehen wir nochmal hier im Vertical Speed ein bisschen hoch. Also wir fliegen momentan eigentlich frontal, mehr oder weniger frontal auf die Landebahn zu, aber sehen kann ich nichts. Gut, dann fahren wir nochmal das Gear ein. Das sieht schön aus. Ach, stopp, Runway ist in Zeit. Positive Runway ist in Zeit. Ah, ohoho, das wird eine coole Landung. Das sehe ich jetzt schon. Müssen wir gucken. Was der Diction ist, ansonsten müssen wir natürlich jetzt auf. Und natürlich starten auf jeden Fall. Machen wir das Gear auf jeden Fall raus. Wir setzen unsere APM auf Landing. Welchen Fuel Pump haben wir schon erledigt? So Fuel Pump. Noch mal anschalten. So, Speed Control, Flaps 1. Ding ist in Altitude 700. Runway ist in Zeit, aber nicht allzu super. Das heißt, wir schalten da schon ein bisschen so. Wir sind jetzt im Sichtflug und dürfen jetzt den Bereich auch nicht mehr verlassen.
So, dann machen wir uns auch mal den Jordan-Port, weil wir wollen ein bisschen mit dem Seitenruder jetzt arbeiten. Ganz wichtig. So, ich lenke jetzt einmal ein bisschen in Flow. Gucken, ob wir einen schönen Flow kriegen hier. Ich hoffe mal, dass das Tier andere, wo wir gerade zufliegen. Das sieht mir sehr nach irgendwie Flughafen aus. Andernfalls wäre die Randere aber auch sehr breit. Obwohl ich das schon glaube, weil ich will jetzt auch nicht so ran, extrem ranzoomen und dann nehme ich mir selber ja die Vorspannung. Ist da? So, mal ein bisschen Seitenruder. Mit haben wir. Soll ich immer korrigieren? So, jetzt müssen wir achten mit dem Bereich. Kriegen irgendwie keine Parabellites. Da geht schon mal ins Refeed. Das sind. Ja, das sollte okay werden. Gehen wir ganz runter, da wir jetzt im Real Approach sind, also wirklich immer so im Gleitslope. Den war jetzt mal wirklich am Funny Flaps voll aus. So, jetzt gehen wir natürlich hier eine. Logisch, so. Flaps ausgefahren. Nachdem ihr die Flaps ausgefahren werdet, ihr seid wahrscheinlich hochgedrückt. Indem ihr hochgedrückt werdet, ist der Geschwindigkeit abnehmen, weil in der Zeit, wo ihr hochgedrückt werdet, müsst ihr wieder runter und da wurde die Geschwindigkeit auf. Wenn ihr dort Geschwindigkeit dazu gibt, werdet ihr zu schnell. Das ist ja ein geiler Flughafen. Das ist ein echt geiler Flughafen. Okay, na gut, das müssen wir uns auch ein bisschen konzentrieren. Naja. Oh, okay. Hier mal ausrollen. Bisschen Breaks geben wir. So, willkommen alle miteinander. Ja, willkommen. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Turn. Ich glaube, hier wird es niemand geben, der da irgendwie drauf achtet. Ja, das ist ja ein echt cooler Flughafen. Muss man schon mal sagen. Ja, so gefällt mir die Runway. Das sieht schön aus, ey. Richtig so eine. Ja. Sieht einfach geil aus. So. Toilettenhäuschen oder was ist das? Ich weiß gar nicht, wo wir uns hinstellen sollen. Stellen wir uns mal vor die Eingangstür. Was sagt er? Ja, kommt. Ja, Conny, die werden ja nicht drauf achten. So. Okay, sehr schön. Da kommen wir zum Schluss, ja. Herzlich willkommen auf, ja, die Ufo Village. So, Leute, setzen wir die Parking Brake. Dann schalten wir uns mal hier den Motor aus. Und schalten uns nochmal die Avionics aus und machen uns mal die Tür auf. Left and right. So.
So, wir steigen natürlich jetzt alle aus und freuen uns, dass wir endlich hier sind und ja, genießen es. Also, ja, Leute, herzlich willkommen im Ofo Village. Ich nenne das jetzt einfach mal so freihand. Ich habe euch jetzt gerade ein bisschen meine Problematik erklärt und ich wollte einfach noch den Flug, den ich gestern begonnen habe, einfach nochmal zu Ende bringen. Einfach eben, weil ich euch das einfach noch liefern wollte und weil es mich selber interessiert und deswegen habe ich mich da jetzt auch angesetzt und habe das jetzt hier noch für euch gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt heute nicht allzu super ist, beziehungsweise der Flug. Und allgemeine Informationen und ja, Überland wollt. Ja, wenn ich glaube, habe ich mich ein bisschen getäuscht. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch einfach ein bisschen gefallen und wir haben vielleicht gemeinsam jetzt irgendwas gefunden, worüber wir geredet haben. Ja, ich würde mich sehr über einen Abonnenten freuen und vielleicht auch über ein Like. Guck, gebt euch die schönen Vögel, die sind dafür da, dass das, ja, unterstützen hast, ja. Also, ich entschuldige mich heute dafür, dass ich jetzt momentan in dem Flug nicht allzu gut so zum Sprechen war. Sondern ich habe mich jetzt eher ein bisschen auf die Grundlage konzentriert, und zwar was ich jetzt in Zukunft beziehungsweise jetzt gleich noch machen werde. Ja, grundsätzlich, falls ihr neu auf dem Kanal seid, möchte ich euch selbstverständlich herzlich willkommen heißen. Also hier erwartet euch sehr viel Flugsimulation. Auf Anfrage natürlich auch das eben, was ihr wollt. Wenn ihr was zum Erklären haben wollt, wenn ihr nicht etwas nicht wisst oder so, stellt mir eine gerne Frage, schreibt mir. Wenn ihr Kritikpunkt habt, kommentiert den gerne, aber disliked nicht einfach ohne Grund Videos. Das ist meiner Meinung nach sehr niveaulos und man sollte sich immer selber bewusst sein, ob man sich darauf ablassen möchte. Aber darum möchte ich mich jetzt gar nicht mit euch unterhalten, sondern ich möchte mich jetzt einfach nur grundlos verabschieden. Ja, grundlos ist das passende Wort. Nee. Mehr oder weniger. Spaß. Ja, ich hoffe, ich kann wie gesagt immer noch mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also der Approach, der war ein bisschen hart, aber wir sind unten. So, wir würden jetzt natürlich mal ein bisschen hier die Felgen checken, ne? So, das mache ich jetzt natürlich auch. Ihr wisst ja, wir können aussteigen, wir leben ja wirklich hier so. Und ich check jetzt nochmal die Reifen. Ja, falls ihr selber Segelflieger seid, dann sag ich mal Hallo. Alle Segelflieger draußen. Und an alle F6-Piloten. Und so. So, dann machen wir das mal so. Gut, Leute. Ja, ich werde jetzt heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen Majestic aufnehmen. Und ja, damit möchte ich mich jetzt einfach nochmal direkt von euch verabschieden. Ich danke euch viel, sehr, sehr, sehr fürs Zusehen. Und hoffe, dass ich euch bald wieder auf meinen Videos begrüßen darf. Ja, euer Versus Gaming. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, geht fliegen.